Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock und dem Beagle. So, also Leute, mir ist mal aufgefallen, sollte mein Commentary wirklich so gänzlich anders sein als sonst, tut's mir super leid. Ich fühle mich mit dem Setting nur so semi-wohl, weil PC einfach nicht so meins ist. Das heißt, ich bin halt gleichzeitig damit beschäftigt, eben mit Steuerung und Tastatur und alles klar zu kommen, alles hier im Auge zu behalten, weil ich ja jetzt nicht einfach mal kurz separat auf... Hoppala. Du kannst nicht aussteigen. Fontaine wird dich finden. Ach, scheiß auf Fontaine. Na, warte mal ab, wer da auf wen scheißt, du Idiot. Und ich kann nicht einfach mal eben in OBS reingrätschen, wenn irgendwas ist, zum Beispiel soundtechnisch oder so. Und ich glaube, das sind alles so Faktoren, die dafür sorgen, dass ich nicht ganz so gut damit klarkomme, wie im sonst. Und du hast es geschafft. Von jetzt an sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorn. Ja, ja. Das sind alles Faktoren, die dafür sorgen, dass ich teilweise irgendwie unentspannter bin als sonst. Und das tut mir auch leid. Vielleicht komme ich da auch noch mit der Zeit rein, ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Oh, da kommt jetzt gar keine Zwischensequenz. Ich weiß es nicht. Speichervorgang läuft. Okay. Überall sind Schmuggler, Kisten. Oh, wart. Ich bin direkt vor dem U-Boot-Dock, aber ich komme nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von mir entfernt. Es könnte mir nicht egaler sein. Sag mal, bist du in der Hucke oder so? Wir sind alle hier runtergekommen, weil wir dachten, wir werden alle Glieder in Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist, während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Er residiert oben in Fort Frolic und bums die schärfsten Mädels. Wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fische aus. Nein! Drück auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Schön, du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Ja, was soll ich machen? Wenn ich es nicht tue, geht das Spiel halt einfach nicht weiter. Tut mir also wirklich leid, Andrew Ryan. Der hat so seine Vorstellung. Soll ich das Let's Play jetzt hier abbrechen, nur damit Andrew Ryan glücklich ist, oder wie? Warte mal, ich will erst gucken, was hier ist. Ich bin ja mittlerweile schon voll der Hacker-Profi hier, sagte sie. Ist es vermutlich gar nicht. Nee, das ist nicht das, was ich brauche.
Aber was brauche ich denn? Leute, was brauche ich da? Das brauche ich. Gut. Also bevor ich zu ihm hingehe, möchte ich schon gerne wissen, was hier ist, ne? Nur weil Atlas sagt, dass ich da gucken soll, heißt es nicht, dass ich das auch mache. Na gut, vielleicht aber auch doch. Deine Familie jetzt retten? Ihr steht an der falschen Stelle! Oh gut, da habe ich aber noch rechtzeitig. Von 2007 und hat einfach die viel geilere Steuerung und die viel geilere Story als Atomic Heart. Nun denn. Stress mich hier nicht. Waffe nachladen. Ich habe heute Morgen mit dieser osteuropäischen Wissenschaftlerin gequatscht. Sie hat einen ziemlichen Knacks. Genau wie alle anderen Häftlinge, die sie aus den Straflagern befreit haben. Aber sie ist keine Spinnerin. Sie bringt mir so viel Kohle ein, dass Ryan dagegen wie ein kleiner Zeitungsjunge aussehen wird. Sie braucht nur noch ein paar Zutaten, um die Sache zum Laufen zu bringen. Und einen Freund, der auf sie aufpasst. Leute, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wer es jetzt nicht gemerkt hat... Au,
Emotional Damage. Du schleichst dich hier an und versuchst dann, dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüffler von der CIA. Nö, bin ich nicht. Deshalb bist du hier. Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Andrew, ich weiß selbst nicht, warum ich hier bin. Raus hier! Mach, dass du rauskommst! Ab nach Arcadia! Herrgott nochmal! Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch, ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt? Woher soll ich wissen, dass Sie nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine hat das Adam und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe und einen schicken Anzug. Sogar hier unten sieht jeder Idiot, woher der Wind weht. Ist das so? Na denn? Nee, warte mal. Ah. Ich find's geil, dass Andrew so tut, also Mr. Ryan so tut, als wüsste ich, warum ich hier bin. Leute, ich bin mit dem Flugzeug abgestürzt, hier gelandet und die ganze Zeit sagt mir irgendjemand... Tu dies, tu jenes, rette meine Familie und überhaupt und... Naja, egal. Moira! Patrick! Oh, ja. Emotional Damage. Wartet, bis wir fast draußen sind und dann schlägt er zu. Wir finden diesen Eiskerl. Wir finden ihn und dann reißen wir ihm das Herz aus dem Leib. Ich bin an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Was? Ein Hunne, der staunend vor den Toren rumsteht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Ach, halt die Schnauze. Atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Ah, Junge. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Hier ist schick. Zwei Little Sisters gibt's hier, okay. Ich werde mal eine Runde speichern. Ach komm. Ich werde doch nicht ernsthaft dahin gehen, wo der Marker mich haben möchte. Also, ne. Bin einen Haufen Alkohol gefunden. Läuft bei mir. Eine Leiche das Geld weggenommen. Läuft bei mir. Ah, ich liebe immer so ein bisschen diesen Zynismus. Boah, das sieht hier wirklich geil aus. Ich gebe zu, wenn ich jetzt vergleiche Venetica, das aus dem gleichen Jahr stammt, versus... Nee, Venetica ist sogar zwei Jahre später dran gewesen. Versus Bioshock. Bioshock sieht halt schon sehr geil aus. Ich kann aber immer noch nicht behaupten, wenn jemand ankommt, dass ein Spiel von 2023, wir haben hier schon 23, aussieht wie ein PlayStation 3 Spiel. Das war es de facto ja mal abseits dessen, dass ich es gerade eben auf PC spiele. Da kann ich halt einfach doch nicht so mitgehen, ne? So. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Aha. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Da muss ich lang, da will ich also nicht lang. Ich will dir gar nicht helfen. Und jetzt? Das Verfahren zur Vermehrung ist ein Erfolg.
Die Schnecken allein konnte nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirt, da sieht es schon viel besser aus. Die Schnecke wird in die Magenschleimhaut des Wirts implantiert. Durch die Verwertung der wieder ausgewürgten Nahrung des Wirts ist die Adam-Ausbeute 20 oder 30 Mal so hoch wie vorher. Das Problem ist jetzt, dass es zu wenig Wirte gibt. Fontaine sagt, nur Geduld, Tannenbaum. Bald wird das erste Heim für Little Sisters eröffnet. Damit ist das Problem ja schon gelöst. Ich komm ja schon. Kannst du mir helfen? Houdini-Splicer? Kannst du mir helfen? Ich weiß gar nicht mehr, was die drauf haben, wenn ich ehrlich bin, die Houdini-Splicer. Das ist doch alles schon so lang für mich her, Leute. Oh Mann. Ja, das war ein guter Auftritt, Junge. Sei dir gegönnt. Du Creep! Du elendiger Creep! Ah, jetzt bin ich wieder zurückgegangen. Sorry, Leute, sorry. Hab grad einfach keinen Überblick. Lad mal nach, denn du kannst ja hier aufgehen. Hat der Splicer die verloren, oder wie? Splittergranate. Bin ich hier? Wo bin ich hier? Kann ich nicht irgendwo nach da oben? Ach je. Da muss ich lang. Ich will aber nicht da lang. Und da bin ich gekommen, oder? Ja. Er ist schon wieder weg. Dabei weiß ich, dass ich den schon gut gehittet habe. Ist einfach so. Wo denn? Das bringt nichts. Aber die sind nervig, die. Ja. Aber R kannst du auch noch machen. Nee, falsch. Ja, wie gesagt, ich muss hier und da noch mal ein bisschen auf die Tastatur schauen. Ich glaube, das macht mich auch hier und da sehr unentspannt. Warum ist Licht ausgegangen? Man weiß es nicht genau. Oh nein, ich muss niesen. Bitte nicht, bitte nicht. Du baust nichts als Scheiße! Ah, oh, nicht während ich niesen muss, Weißer. Nicht dann, das ist... Unverschämt. Houdini-Splicer nutzt. Kann ich eigentlich. Warte mal. Nein. Oh. Na gut, das geht nicht, wenn die tot sind. Das habe ich jetzt verstanden. Dieses Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen. Und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Rein fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen?
Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Kann man jetzt natürlich so sehen, man kann aber auch einfach sagen, naja... Man kann es auch anders sehen, ne? Mein Timer ist um sich gerade. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann werden wir uns hier weiter umsehen. Ich habe gar nicht mehr in Erinnerung, dass man so vergleichsweise schnell durch das Spiel durchgeht. Ich weiß gar nicht, wie lang das ist. Ehrlich gesagt, fände ich es jetzt nicht so schlimm, wenn es gar nicht so lang ist, weil wie gesagt, ich muss ja zwei Spiele am Laptop aufnehmen und ich habe nicht immer die Zeit, das klingt jetzt doof. Ich kann nicht immer am Laptop spielen, weil Steam nicht nur von mir benutzt wird, es ist mein Account, aber wird nicht nur von mir benutzt, sondern aus Sicherheitsgründen, damit ich ein Auge drauf haben kann, benutzt mein Vater Steam auch über meinen Account und spielt da sein Elex und so ein Kram. Egal aus welchen Gründen das ist, es ist halt wie es ist. Ich glaube, ich hatte glaube ich schon mal erwähnt, dass meine beiden Eltern relativ krank sind. Und ich muss halt schon so ein bisschen auf die Zeit achten, wie er das spielt, weil ich möchte ihm das auch nicht wegnehmen. Leider sind dank Schlaganfall und Co. viele Sachen weggefallen, die er machen kann. Heißt aber auch, dass ich auf die Zeiten angewiesen bin, wo er dann halt unterwegs ist, so zum Beispiel Therapie oder er wandert unglaublich viel durch die Stadt rum. Ich glaube, er braucht das einfach. Also das habe ich damals, als ich versucht habe, mehr über all das rauszufinden, durchaus mitbekommen. Menschen, die so schwere Schicksalsschläge hinter sich haben, die wandern unglaublich gerne. Im Wandern im Sinne von, sie brauchen das halt einfach für ihren Kopf, weil der Kopf halt einfach auch nicht mehr so gut belastbar ist. Anders belastbar auch einfach ist. Ein Tuggish-Splicer. Aber ja, das heißt, für heute ist, glaube ich, relativ Schicht am Schacht für mich. Das macht aber nichts. Wenn ich jetzt da runterfalle, was passiert denn? Schauen wir uns das nächste Mal an. Also, ihr Lieben, haut rein!